taufrisch. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Sehr lange Geschichte. Schöne Grüße von Emre. Emre? Wie geht's ihm denn? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Als wir in der Türkei beschossen wurden und er aus dem Auto flog, habe ich ihn irgendwie aus den Augen verloren. Ja, ja, dieser Emre. Sieht ihm ähnlich. Der war noch nie länger mit einer Frau zusammen. Sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Schrank. Hier, Max, zieh dir erstmal was Anständiges an. Ach, hier sind Sie, Herr Anderson. Diese Kühlkammer scheint leer zu sein. An diesem Terminal hat Van Rie... Was ist denn jetzt los? Los, mitkommen! Was? Das kann doch nicht wahr sein. Regeln Sie alles ab. Man hat uns überfallen. Die Antimaterie, sie ist weg. Antimaterie? Das Abfallprodukt unserer Testreihen. Extrem instabil. Sie muss in einem elektromagnetischen Feld aufbewahrt werden. Kommt Antimaterie mit Materie in Berührung, gibt es eine Explosion unvorstellbaren Ausmaßes. Meine Träume. Das ist es. Die Wächter wollen die Welt zerstören. Ja, das fürchte ich auch. Jetzt ergibt alles Sinn. Wir müssen die Antimaterie zurückholen. Aber wie? Wir wissen doch noch nicht mal, wo sich diese Wächter verstecken. Es gäbe da vielleicht eine Möglichkeit. Aber dafür müssten wir bis ans Äußerste gehen. Ich will das nicht, aber ich muss. Okay, sie ist tot. Wir haben 3 Minuten, keine Sekunde länger. Dann werde ich sie reanimieren. Was für ein Wahnsinn. Aber die einzige Möglichkeit herauszufinden, wo die Wächter sind. Nur sie kann Kontakt mit ihnen aufnehmen. Ihr Schlaf allein reicht nicht. Die Angst vorm Feuer lässt sie jedes Mal wieder aufwachen. Sie muss tiefer schlafen als je zuvor. Komm schon, Nina. Du wirst das schaffen. Du schaffst das. Das Ende der Welt. Ist es das, was passieren wird, wenn ich die Wächter nicht aufhalte? Wird das dann Realität? Mein Gott. Ich nehme einen der Gesteinsbrocken mit. Mal sehen, ob die Scheibe einem gezielten Steinwurf standhält. Auf der Scheibe zeigen sich erste kleine Risse. Gut. Gut, dann nehme ich mal noch einen Gesteinsbrocken. Gut, dann nehme ich mal noch einen Gesteinsbrocken. Na also, Hartnäckigkeit zahlt sich aus.
Da ist es. An der Fassade dieser Ruine befindet sich ein weiteres Symbol der Wächter. Ich hab's gewusst. Ich hoffe, das ist es wert. Das hoffe ich auch. Wenn dieser Plan nicht funktioniert, dann... Die Wächter sind bestimmt in dem Gebäude im Norden. Ich muss dorthin. Hier ist eine lose Stange des Metallgeländers. Mein Gott. Ich hoffe, dass diese Aktion mindestens die Welt rettet. Wie makaber. Ich habe den armen Teddy auf die Eisenstange gespießt. Mein Gewissen sagt mir, dass es falsch ist, etwas zu verbrennen. Außerdem ist der Teddy schon ganz schön verkohlt. Dürfte also ohne Brand. Hier ist eine lose Stange des Metallgeländers. Damit müsste es sich anheben lassen. Noch knapp 2 Minuten. Wie furchtbar. Das darf doch alles nicht wahr sein. Der Teddy ist mit Benzin getränkt. Anzünden und schnell in Deckung gehen. Vielversprechend. Ich werde im Wrack des ausgebrannten Busses nach oben klettern. Durchhalten, Nina. Ich glaube an dich. 1 Minute. Dort steht einer von Ihnen. Aber was macht er hier auf dem Dach? Hallo? Hören Sie mich? Na toll. Soll ich vielleicht durchs Feuer über den Abgrund springen? Früher wäre ich an dieser Stelle aufgewacht. Aber diesmal muss ich einen Weg finden, das Feuer zu überwinden. Ein Stück vom Drahtseil ist abgerissen. Ich nehm's mal mit. Ich hab's festgebunden. Und was soll ich nun mit dem losen Ende tun? Ich hab's am Umlenkrad festgebunden. Los geht's. Ich sollte mich beeilen. Bereiten Sie den Defibrillator vor. Schnell! Du bist gekommen. Ja, ich muss wissen, wie ich euch finden kann. Wer seid ihr? Warum tut ihr das? Wieso wollt ihr uns vernichten, wie all die Zivilisationen zuvor? Das Fermi-Paradoxon. Das Universum ist Heimat von 100 Milliarden von Galaxien. Folgst du der Logik deines Verstandes und der Mathematik, muss es Myriaden von intelligenten Zivilisationen geben. Aber nie gab es ein Zeichen, keine Form des Kontaktes. Ja, weil die Entfernungen zu groß sind. Und was hat das alles mit Pi zu tun? Intelligentes Leben breitet sich exponentiell aus.
Die Milchstraße müsste also innerhalb von wenigen Millionen Jahren kolonialisiert sein. Und? Ich verstehe nicht. Die Maschine? Ja? Sie... Was? Pi... Wo? Wo ist er? Nina, du bist zurück. Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Warum hast du mich schon zurückgeholt? Nina, du warst 3 Minuten klinisch tot. Ich muss zurück. Der Wächter, er wollte mir was Wichtiges sagen. Was? Wozu man diese Maschine braucht. Die Zahlen, die er in den Staub geschrieben hat. Max, schnell! Ich brauche was zum Schreiben. Einen Moment. Ich nehme mal ein Blatt Papier und einen Stift an mich. Hier, Zettel und Stift. Sehen aus wie Koordinaten. Das sind Längen und Breitengrade. Haben Sie hier einen Internetzugang? Was ist das für eine Frage? Das World Wide Web entstand 1989 genau hier im CERN. Wussten Sie das nicht? Dort drüben ist ein Terminal. Bin gespannt, ob meine Vermutung stimmt. Eine Insel? Santorin, um genau zu sein. Echte Abenteurer lieben Herausforderungen. Sie können sich deshalb auch gerne an der schwierigeren Variante dieser Aufgabe versuchen. Trauen Sie sich das zu? Ich hatte ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Die Sicht beträgt keine 10 Meter und jederzeit kann uns ein Felsbrocken aufs Dach fallen. Das muss die Stelle sein, zu der mich der Wächter führen wollte. Wenn man sich Santorin als Kreis vorstellt, ist genau hier der Mittelpunkt. Und wenn Sie sich irren? Immerhin warst du bis oben hin vollgepumpt mit Betäubungsmitteln. Fahr einfach weiter und vertrau mir. Das ist es. Der Mund muss der Eingang zur Basis der Wächter sein. Wie kommst du denn darauf? Intuition, Schatz. Na schön, aber der Mund ist geschlossen, wie du siehst. Muss ein Mann sein. Der den Mund mal wieder zu voll genommen hat. Dann lass dir mal was einfallen oder muss ich mal alles alleine machen? Könnten Sie mit den Streitigkeiten bitte nach der Eheschließung fortfahren? Wir sollten uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Gut, schauen wir uns hier noch ein wenig um. Vielleicht finden wir etwas, das uns hilft, den Eingang zu öffnen. Vier Aussparungen, in die man offensichtlich etwas einsetzen muss. Die Brocken kann ich mit dem Greifer problemlos zur Seite räumen. Sieh an. Unter den Steinen lag ein grüner Kristall.
und schon wieder einen Kristall gefunden. Und schon wieder einen Kristall gefunden. Und schon wieder einen Kristall gefunden. Vier Aussparungen, in die man offensichtlich etwas einsetzen muss. Das an. Solche Ornamente habe ich schon mal gesehen. In Guatemala. Und diese Säulenformation sieht spätrömisch aus. Absolut fantastisch. Diese Anlage muss tausende von Jahren alt sein. Auf einigen der Bilder sind die Wächter zu sehen. Sie werden gefoltert und verbrannt. Was ist damals passiert? Immerhin gibt es hier Rettungskapseln. Die Wächter scheinen vorsichtiger geworden zu sein. Ob die auch funktionieren? Na gut. Da die beiden ja wohl beschäftigt sind, werde ich mich wohl selbst um die verschlossene Tür kümmern müssen. Mal sehen, was es mit dieser Konsole auf sich hat. Ägyptische Hieroglyphen. Ich bin leider kein Experte, aber vielleicht hat ja irgendeine dieser Hieroglyphen eine Besonderheit. Sieht so aus, als ob die verschiedenen Zeichen unterschiedlich oft vorkommen. Ob darin des Rätsels Lösung liegt? Eine Darstellung des indischen Gottes Ganesha. Darunter befindet sich eine Reihe mit Zeichen, in der zwei zu vielen scheinen. Unter dem Relief von Ganesha fehlen zwei der Symbole. Abendländisches Relief, vermutlich Mittelalter. Genau 12 Figuren, die alle einen Buchstaben über dem Kopf haben. Moment, nicht alle. Der letzte, der 12. Buchstabe fehlt. 12 Figuren, bis auf eine, haben alle einen Buchstaben über dem Kopf. Die Tür ist jetzt offen.